Ну хорошо, давай, счастливо. Ну, gut, gut, спасибо. Tschüss. Also habt ihr schon alle aufgeteilt und wer geht in den Bus bei Viktor? Was? Habt ihr euch doch noch aufgeteilt? Doch. Also es müssen 6 Leute bei Viktor rein, 6 Leute. Max, du die Bände schon. Ja. Und nachher steigt noch Stefanie unterwegs zu, die als Dolmetscherin mitkommen wird und mitarbeiten wird. Der Gero ist ein alter Bekannter und Kollege von mir. Da wir noch einen Fahrer brauchen, hat er gesagt, gut, ich komme mal mit für 2 Wochen und ist also auch in unserem Team und tut es hier mit für die praktischen Tätigkeiten. Und ich bin total neugierig, ich freue mich so, weil dieses Mal habe ich gedacht, fahre ich mal hin, also ich fahre ja relativ oft, aber diesmal, ich muss mich nicht um die Küche kümmern, da wir haben ja eine Kochgruppe. Jawohl! Ja, großer Teil unseres Projektes ICIBO ist ja den Bereich interkulturelle Bildung, interkulturelle Kompetenzentwicklung gewidmet. Und wir waren der Meinung, dass man über interkulturelle Bildung nicht nur reden kann, sondern man muss sie auch erleben, man muss sie fühlen, man muss sie spüren. Aus diesem Grund haben wir im Rahmen des Projektes ein interkulturelles Begegnungsprojekt in Frankreich organisiert. Wir sind mit den Teilnehmern nach Frankreich gefahren, nach Valence in der Drôme-Region und hatten dort verschiedene Begegnungen und Aktivitäten mit Menschen mit Migrationshintergrund, die in Frankreich leben, gehabt. Primär kamen sie aus dem nordafrikanischen Raum, haben im Rahmen dieses Antirassismus-Projektes Erfahrungsaustausche organisiert. Wir haben interkulturelle Aktivitäten, interkulturelle Trainings, Sprachanimationen realisiert. Wir haben gemeinsam Land und Leute in einem anderen kulturellen Umfeld entdeckt. Wir haben ein Ausstellungsprojekt realisiert. Wir hatten die Präsentation eines Filmprojektes dort vor Ort und haben eigentlich gemerkt, dass die französischen Partner sehr interessiert an diesem Projekt gewesen sind, an den Zielen dieses Projektes, an den Inhalten, an den Methoden, an den zeitlichen Abläufen und haben relativ schnell gemerkt, dass die Zeit, die Dinge eigentlich richtig auszudiskutieren, gemeinsam auszuleben, viel zu kurz bemessen gewesen ist. Aber ich denke, dass die Teilnehmer aus diesem Projekt trotzdem sehr viel mitgenommen haben, sehr viele neue Eindrücke, sehr viele Erlebnisse und auch persönliche Kontakte. Unsere französische Partnereinrichtung vor Ort in Valence, Lescal, ist eine Einrichtung, mit der wir seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeiten und die sich im Schwerpunkt insbesondere gerade auch um Obdachlose, um Menschen mit Migrationshintergrund kümmert, um Arbeitslose und war von daher sehr interessiert an den Intentionen dieses Projektes. Hilfreich ist für uns halt gewesen, obwohl sich unsere Partnereinrichtung zu dieser Zeit in einer sehr schwierigen Phase der Umstrukturierung befand, dass sie eben sehr interessiert an diesem Projekt gewesen ist und als Partner zur Verfügung gestanden hat. Und wir werden über dieses Projekt hinaus diese Zusammenarbeit auch weiter pflegen. Es eine spricht nicht, bla bla bla. Bonjour, je m'appelle Assion, je suis français. Bonjour, je m'appelle Olga. Je suis russe. Russe. Bonjour. Ok, very drôle. Yeah, come, 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 come. Ok, let's get you. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Assion. Je suis français. Bonjour. Je m'appelle Victor. Je suis. Ok. Bonjour, je m'appelle Olga. Je suis russe. Enchanté.
Dann du sagst zu Schluss enchanté. 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 Gut, jetzt nochmal. Ich mach das nochmal. Während dieser Begegnung wurden intensive Sprachanimationen durchgeführt. Das war speziell beim ersten Mal wichtig, um die Spannung zu lösen. Sprachanimation beinhaltete in diesem Falle, dass den Teilnehmern aus der französischen Partnerorganisation die deutsche Sprache näher gebracht wurde und umgekehrt den deutschen Teilnehmern die französische Sprache, und das auf eine spielerische Art und Weise, sodass der erste Kontakt gebrochen worden ist und auch Gespräche zustande kommen konnten. Ich heiße Isam. Ich heiße Dynamik. Genau. Super. Wunderbar. Ich heiße Melisa. Ich komme aus Valence. Wunderbar. Ich heiße Isam. Ich komme aus. 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 Ja, ja, genau. Das junge Mädchen wird jetzt den Dirigenten spielen und wird Bewegung vormachen, Instrumente vorspielen, ob Geige, Klavier. Und der junge Mann wird gleich wieder reinkommen und muss dann herausfinden, wer der Dirigent ist. Und ihr müsst das alle mitmachen. Um das zu erleichtern, standen eben gleichzeitig auf deutscher Seite drei französisch sprechende Sozialpädagogen zur Verfügung, um den Bezug auch nochmal zu der Landeskunde und zu diesen vorbereitenden Gesprächen, die wir mit den Teilnehmern durchgeführt haben, fanden viele Exkursionen statt, um denen möglichst viele Impressionen des Landes zu ermöglichen und ein Gefühl für das Land zu bekommen, für die unterschiedlichen Landschaften, Unterschiede, aber gleichzeitig auch Gemeinsamkeiten, sowohl mit Deutschland als auch mit ihrem ursprünglichen Heimatland. Ich habe doch gedacht, dass ich dort zum Beispiel viel neue und interessante Leute kennenlernen kann. Ich habe das gemacht. Dort war es interessant. Ich war erstes Mal am Meer. Wir waren am Meer in unserem Team. Wir waren dort zweimal, ja. Zweites Mal sind wir mit dem Schiff oder kleinen, großen Yacht gefahren, ja. Das war auch schön. Und die Ideen von Toste war, das war interessant. Zum Beispiel, was war für mich ein bisschen extrem, dass ich 14 Tage im Zelt schlafen muss. Erster Tag war schrecklich, weil die Qualität von meinem Zelt war schlecht. Und jetzt weiß ich, das muss ein bisschen denken vor dem Fahren. Oder ich würde sehr gerne dorthin noch fahren. Wir waren in vielen Städten, verschiedenen Städten, ältere Städten, ja. Und das konnte man auch ein bisschen französische, ja, Geschichte sehen. Wir waren in verschiedenen Schlössern. Das war interessant.
Wir sind viel mit dem Auto gefahren, fast jeden Tag. Ich bin jung, das machte für mich zum Beispiel kein Problem. Als ich zum Beispiel zurück nach Leipzig gekommen bin, ich sprach zum Beispiel mit meinen Freunden, mit meinem Kumpel, und ich sagte das, dass zum Beispiel die Franzosen fast gleich wie Russen. Die Mentalität ein bisschen ähnlich wie bei Russenleuten zum Beispiel. Erstmal vielen Dank für die Einladung. War sehr schön, dass mit euch hier gefahren zu sein. Ich glaube, es war ein harter Tag für alle mit dem langen Sitzen und Fahren. Kurze Information zum Programm morgen. Also bis um 9 schlafen. Ich habe gesagt, um 5 Uhr. Das ist gut erzählen. Und dann so ganz in Ruhe aufstehen, duschen und so weiter. Wie gesagt, morgen müssen wir mit dem Duschen ein bisschen improvisieren. Es soll morgen fertig gemacht werden, repariert werden. Es ist noch ein technisches Problem. Gut. So gegen 10, 10:30 in Ruhe Frühstück. Dann bauen wir das Lager weiter auf, richten alles ein, machen ein bisschen sauber, die Küche und so weiter, kaufen ein, was wir so brauchen. Am Nachmittag fahren wir nach Valence in die Stadt rein, machen so einen ersten kleinen Stadtbummel, einen kleinen Rundgang und schauen mal, wo wir hier überhaupt gelandet sind. Und am Abend werden wir hier schön grillen. Es werden ein paar Freunde kommen von den Franzosen, wenn alles dabei bleibt. Nicht viel, aber so ein kleines Strategiegespräch für die Planung der nächsten Tage. Und dann grillen wir morgen Abend und haben einen schönen Abend. Das ist der Plan. Wunderbar. Und dann wünschen wir uns einfach eine schöne Zeit miteinander hier. Und wird schon. Ist das okay? Ja, ja, ja. Einverstanden. Ich habe eine Bitte. Weil wir haben hier nicht nur russisch sprechende Leute, dann wir versuchen alle Deutsch zu sprechen, dass alle verstehen. Ja? Und dann auch, wir lernen noch was dazu. Und das ist wir sind fleißig Schülerin, aber nicht всегда получается. Nicht habe geklappt. Auf Russisch immer gut. Es gibt ja auch Freunde, da funktioniert Kommunikation nonverbal. Zum Beispiel so. Ja, ja, ich sehe, dass ganz wichtig war, dass wir jetzt mit den Teilnehmern 2 Wochen in Frankreich verbracht haben. Wir haben dort uns dort besser kennengelernt, alle. Das war ganz wichtig. Für die Teilnehmer war ganz wichtig, wir haben uns dort getroffen mit Leuten, welche jetzt Migrationshintergrund auch haben, wie die Arbeit aufgebaut ist und wie die Leute dort behandelt werden und so. Und wie die Leute könnten schon, sage ich jetzt, vergleichen. Zum Beispiel, wie werden sie hier die Leute aufgenommen und so und welche Möglichkeiten sie haben und so. Das war ganz wichtig für die Leute. Was habe ich erwartet? Nur ich war in Frankreich niemals und neue Orte möchte ich sehen. Meer, natürlich Meer. Ja, dort war super. Landschaft, ja. Berge, schön, sehr schöne Berge, ja. Bisschen kalt war. Bisschen kalt, sehr oft war regnet. No. Ich habe vielmals übernachten in Natur, wie kann man sagen. Und ich wusste, dass ich muss verschiedene Sachen mitnehmen. Für mich das war nicht so schrecklich wie für andere Leute. Steffi, probier. Thank you.
Im Anschluss an das interkulturelle Projekt in Frankreich führen die Teilnehmer ein Praktikum durch. Die Vorgabe war, dass die Teilnehmer sich ein Praktikum suchen in den Berufsfeldern, in denen sie bereits eine Ausbildung haben oder in dem, wo sie bereits tätig waren, oder in den Bereichen, in denen sie später zukünftig tätig werden möchten. Um den Bezug zu den Anforderungen des deutschen Arbeitsmarktes erfahrbar zu machen und die Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmer zu verbessern. Aus diesem Grunde wurde für interessierte Teilnehmer auch ein Existenzgründerkurs angeboten, um ihnen zu ermöglichen, sich zukünftig auch selbstständig zu machen und in ihren erwünschten Berufen tätig zu werden. Ich denke mal, das sind ja erste Schritte jetzt hier. Ne? Man hat sich erst mal generell darüber verständigt, da ist noch ein weiter Weg zu dem, was man vielleicht mal machen möchte. Es gibt Einzelne, die schon konkrete Vorstellungen haben, aber ich glaube, bei den meisten ist es erstmal nur, sich damit auseinanderzusetzen, was für Möglichkeiten eigentlich bestehen und was für Rahmenbedingungen bestehen. Chancen sehe ich auch gute Chancen. Das ist natürlich, liegt an jedem Einzelnen, was er daraus macht und wie er das umsetzt. Was ich sicherlich noch ein Problem sehe, es gibt bei vielen Sachen gibt es schon noch Schwierigkeiten, manches zu verstehen. Verstehen ist manchmal noch ein bisschen besser als selber reden und erzählen. Das sehe ich eigentlich als einen wichtigen Punkt, viel wichtiger als manch anderes jetzt noch dabei. Ich hatte eigentlich ein bisschen erwartet, dass die Sprachkenntnisse besser sind. Da finde ich erstmal so einen Kurs wichtig, dass man gezwungen wird, sich im Deutschen auch mit Wörtern auseinanderzusetzen, die man sonst vielleicht gar nicht hat. Da haben wir auch noch einen weiter. Aber es hat natürlich immer ein bisschen Schwierigkeiten dann manchmal mit dem Verständnis. Und wenn ich im Geschäftsverkehr was machen möchte, ist das sicherlich ein Punkt, wo man noch dran arbeiten muss. Ansonsten sehe ich gerade auch eine Mehrsprachigkeit als einen Vorteil, weil wir auch aus der Region Leipzig sehr viele Aktivitäten auch in Richtung Osteuropa haben. Da kann sich vielleicht auch mal eine Geschäftsidee herausgeben. Ich meine, viele sind auch, sagen wir, sehr gut qualifiziert. Ne? Das darf man ja mal nicht vergessen jetzt hier. In dem Bereich ist es sehr unterschiedlich, aber mit der Ausbildung her, da gibt es sicherlich auch Potenzial. Aber die Sprache ist sicherlich noch ein Problem. Wir haben jeden Tag verschiedene Themen. Dort haben wir Rechnung gemacht, Steuer, Netto, Brutto, Umsatz, Steuer. War sehr interessant mit Kalkulator, Rechnung gemacht. In Deutschland wichtig, wie man sieht aus und was er will. Hat er Idee oder er sucht Ideen und ich mache immer das, ja, Kopf, ja, und das funktioniert. Und wenn wir vergleichen, wie war in unserem Land und in Deutschland, total verschiedene, weil in Deutschland man kann selbst wählen, was ist sieht in seine Seele. Und zum Beispiel, wenn er ist ein Kreativperson, er kann kreativ arbeiten. Und zu Hause, wenn ich komme nach Hause, ich erzähle mein Kind, das ist Wiederholung. Und mir interessant, ich möchte eine Immobilienfirma öffnen. Warum? Weil ich habe Erfahrung in meinem Land, aber in Deutschland ich habe keine Computerkenntnisse noch gelernt. Und was noch kann ich bemerken, dass Deutsche lernt nicht nur Deutsche als Muttersprache, sondern noch zwei, drei Sprachen. Ja. Und wenn meine Kunde wird Deutsch und Russisch, vielleicht ich wurde beschafft, aber wenn andere Sprache, das ist kompliziert. Ja, ich hoffe, dass mein Mann hilft mir, weil er arbeitet als Trockenbaumonteur und er versteht, welches Material ist neue, welches Mode im Baustelle. Und mein Sohn geht in 8. Klasse. Und dann er hat Richtung Gesellwissenschaft
wie arbeitet im Bank mit Geld, vielleicht auch, er hilft mir. Und probieren, versuchen. Sehr interessant. Für mich war sehr interessant Buchführung. Ich bin Ökonom von Beruf und ich habe früher das alles gelernt. Aber in Deutschland gibt es Unterschied, ein bisschen Unterschied zwischen meinem Beruf und hier. Sehr interessant war Marketing. Und Büroorganisation auch hat mir gefallen. Mit Natalia Wolf haben wir eine Idee, einen mittelasiatischen Restaurant hier eröffnen mit mittelasiatischer Küche. Vielleicht wir haben mit Herr Kühler einen Marketing gemacht und haben unsere potenziellen Klienten, Kunden, unsere potenziellen Kunden gewählt und wir hoffen, das wird gut. Auf Wunsch der Teilnehmer haben wir uns entschlossen, einen Computertrainingskurs durchzuführen. Hintergrund ist, dass in vielen Branchen und Berufsfeldern IT-Kenntnisse vorausgesetzt werden. Und hier haben wir bei unseren Teilnehmern eben sehr starke Defizite erkannt, die wir durch diesen Computertrainingskurs ausgleichen wollen. Über diesen Kurs verbessern wir ihre Beschäftigungsfähigkeit und entsprechen praxisnah den Anforderungen des deutschen Arbeitsmarktes. Die Tatsache, dass wir hier Grundkenntnisse im Umgang mit Word und Excel vermitteln, dass es unbedingt erforderlich ist, weil kaum, nur im Ausnahmefall, Vorkenntnisse da sind. Und ohne diese Kenntnisse, die wir hier vermitteln, ist natürlich eine Integration hier in das Berufsleben fast unmöglich. Also es gibt gar keinen anderen Weg. Dass der Weg mühevoll ist, ja, sich nun hier einzuarbeiten und die Dinge zu verstehen, weil natürlich, ja, das bei der Eingabe schon anfängt, deutsche Tastatur, deutsche Begriffe, deutsche Vokabeln, die da eingegeben werden müssen, wenn es um Texte geht. Und dazu noch die Sprachbarriere, das liegt auf der Hand. Und wenn ich das mal als Herausforderung sehe, sind wir eigentlich bisher ganz gut vorangekommen. Und die Sprachbarriere die überwinden wir vor allen Dingen dadurch, dass wir bestimmte Schlüsselwörter nochmal hier per Russisch hier an die Tafel schreiben und dann ich das immer in Deutsch und Russisch angucke, wenn es um Rechenzeichen und solche wichtigen Dinge geht. Ansonsten wird alles visualisiert und damit werden Abläufe praktisch sprachunabhängig sichtbar gemacht. Dass also die Teilnehmer, wenn wir fertig sind, dann auch Grundlagenkenntnisse von Word und Excel haben. Ja, wobei Word sicherlich noch in Anspruch etwas höher gesetzt ist, dass wir zum Schluss sie in die Lage versetzen, dass sie recht ordentlich sich ihre Bewerbungsunterlagen bearbeiten können und auch ordentlichen Schriftverkehr organisieren können und durchführen können, der nun mal in Deutschland das A und O ist. Und wenn das nicht beherrscht wird, dann ist natürlich die Chance, im Job zu bekommen, noch wesentlich erschwerter, als wenn ich dort ganz gute Kenntnisse habe. Dass ich vor allen Dingen eins nicht habe, Hemmung vor dieser Technik. Und weiß, also wenn ich Grundkenntnisse habe, kann ich mich ganz intensiv in kürzester Zeit weiter einarbeiten. Die wissen also dann, wie muss ich meine Bewerbung anfertigen. Die wissen, wie wird sie gestaltet von der Formalien her. Wie kann ich zum Beispiel auch Passbilder einbinden. Wie kann ich mich also auch elektronisch bewerben. Und sie wissen also auch, dass ich also nicht dran vorbeikomme, meine Bewerbung per Mail an Firmen zu senden. Entweder als Initiativbewerbung oder indem ich dazu aufgefordert werde. Und auch dazu muss ich in der Lage sein, das ordentlich zu machen. Und dazu kommt noch, das Medium Internet lässt sich natürlich auch die Möglichkeit zu, dass ich relativ kostengünstig eine ganze Menge Bewerbungen verschicken kann. Ja, ich kann mein Passbild einfügen, kann das also an 20 Firmen versenden, ohne dass ich da in Größenordnung Kosten habe, die ja sonst, wenn ich das mit Printmedien mache, ja bestimmt bis 5 und 10 Euro betragen, wenn ich das alles mit Papier machen würde. Und da man heute im Internet alles findet, ist also eben auch wichtig, Ihnen das zu zeigen, wo man das findet, wie man damit umgeht. Und damit leisten wir, glaube ich, einen doch ganz wichtigen Beitrag von Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, wir haben erste 2 Wochen mit Word beschäftigen und Internet. Uns wird gezeigt, wie im Internet surfen, wie Arbeit suchen. Und ist sehr interessant für mich. Das ist erstes Mal. Habe ich Excel früher nicht gelernt. Für meinen Beruf ist das wichtig. Für
Buchführung, für ja, Kalkulation. Ich habe nichts gelernt. Ich war krank. Sie ist heute der erste Tag. Echt? Heute der erste Tag? Ja. Durch Doppelklick aktivieren wir und bezeichnen das Ganze jetzt als Übung 5. Anliegen unseres Projektes ist es gewesen, ja nicht nur Aktivitäten zu entfalten, die die Situation, die Beschäftigungsfähigkeit unserer Teilnehmer verbessern, sondern tatsächlich auch die einheimische Bevölkerung auf die Situation von Menschen mit Migrationshintergrund aufmerksam zu machen, sie für deren Lebenssituation zu sensibilisieren. Und dazu haben wir verschiedene Aktivitäten unternommen, unter anderem einen Tag der offenen Tür, wo wir also die Bevölkerung aus dem Wohngebiet eingeladen haben, gemeinsam sich über das Projekt zu informieren. Wir haben Konzerte gehabt, wir haben gekocht, wir haben gelacht, wir haben getanzt, wir haben viel miteinander geredet. Und es ist ein sehr schöner Tag gewesen für alle Beteiligten und ja, war eine runde Sache. Zum Beispiel vor 1,5 Jahren konnte ich nur zum Beispiel guten Tag sagen und Hände hoch, weil ich das in den Film gesehen habe. Aber jetzt, ich kann jetzt ein bisschen Deutsch. Ich wohne in Deutschland ungefähr 1,5 Jahre. Ich hatte schon 3 oder 4 Sprachkurse gemacht. Ich werde ab 1. September Abitur machen. Und wenn alles klappt und wenn ich alles schaffe, dann würde ich gern zum Beispiel an die Uni gehen, nach 2 Jahren. Das wird auch gut. Und als ich zum Beispiel aus Frankreich gekommen bin, ich weiß ein bisschen mehr über Frankreich. Wir haben viel im Team gearbeitet und wir haben zusammen gewohnt, diese 14 Tage. Und wir haben in einem Tisch gesessen, alle 14 Tage. Wir haben zusammen gegessen, gesprochen. Und das war interessant. Ich würde gerne zum Beispiel als Reisekaufmann arbeiten oder ein Reisebüro gegründet oder öffnen. Das wird interessant, weil ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Ich wohne in Deutschland, ich muss Deutsch sprechen. Und ich kann gut Russisch sprechen, schreiben auch. Und ich werde auch im Abitur zum Beispiel Englisch lernen. Mal sehen. Ich arbeite in Übergangswohnheim mit russischen Kindern. Ich bin Psychologin von Beruf. Und ich mache dort Unterricht mit Kindern und ich bereite vor Unterlagen verschiedene für meinen Unterricht. Normalerweise basteln wir auch, wir lesen, malen, spazieren. Ich hatte hier in diesem Büro Praktikum voriges Jahr. Und in diesem Jahr ich komme nochmal als Pädagogin und Psychologin. Mein Diplom wurde hier in Deutschland anerkannt. Mein Deutsch. Gut. Ich bin nicht so lange in Deutschland. Zum Beispiel am Montag vorige Woche war ich mit unserer Kunde ins Otto-Behnke-Stiftung. Wir hatten dort Termin. Ich war dort als Dolmetscher. Dort war alles in Ordnung.
и будет видеть лишь во сне. Man muss schon sagen, dass die Leute, welche jetzt nach Deutschland gekommen sind, auch unsere Teilnehmer jetzt zum Beispiel, die haben nicht von Null angefangen jetzt hier, weil die haben seine, sage ich jetzt, Mentalität mitgebracht, seine Sprache, Kultur. Die haben gesehen, dass hier die Leute haben vielleicht auch andere Mentalität, andere Kultur und so. Und dann sind sie mit uns jetzt nach Frankreich gekommen. Wieder haben sie das mitgekriegt, dass dort die Leute sind, nicht ganz, sage ich, anders, aber trotzdem gibt es Unterschied zwischen jetzt die Deutschen in Frankreich. Und wenn man vergleicht, jeder hat seine Mentalität, hat seine Kultur, seine Sprache und so. Aber dass wir jetzt festgestellt haben, ich habe auch mit den Leuten gesprochen, dass sie sagen, guck mal, wir haben verschiedene Mentalität, verschiedene Sprachen, verschiedene Kultur. Aber wir können doch gut zusammenleben, wir passen zueinander. Wir haben uns unterhalten dort mit den Franzosen. Hier in Deutschland werden sie auch von Anfang Schwierigkeiten haben. Aber eins, was jetzt festgestellt ist, Leute mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Mentalität können gut miteinander oder zueinander passen und leben zusammen ohne Schwierigkeiten. Manchmal passiert ja Missverständnis, ja, aber das hängt nicht nur von Mentalität vielleicht, hängt von Menschen, ja, und muss mich ein bisschen manchmal schon einpassen und akzeptieren die anderen Leute. Das ist ganz wichtig, das zu lernen, dass ja, auf erster Platz, gut, ich bin ich, aber trotzdem, ich bin nicht alleine. Und im Kreis, meinem Kreis, wohnen Leute mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen Kulturen. Und das muss ich auch akzeptieren. Und man kann gut miteinander zusammen, sage ich, zusammenleben. Das im Projekt, wir haben auch eine Frau aus Vietnam, ja, haben wir gehabt, dann ein Mann aus Iran, ja, zurzeit sind sie nicht schon in die Projekt, weil die junge Frau hat sich schon eine Arbeit gefunden mit dem jungen Mann aus Iran, er hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit Sprache gehabt, ja, aber trotzdem, wir könnten, sage ich jetzt, miteinander gut zusammenleben, auch in der Gruppe. Und ich denke schon, dass für unsere Teilnehmer ist ganz wichtig, auch für die Zukunft. Auf dem ersten Platz steht die Sprache. Das ist ohne Sprache. Ich versuche das immer reinzubringen, dass ohne Sprache überhaupt geht nicht. Aber die sollen verschiedene Wege finden, in den Kontakt zu kommen und immer versuchen, die Leute auch akzeptieren. Wir haben in unserem Projekt im Rahmen eines Modules auch ein Projekt zur kreativen Selbstreflexion gehabt. Dabei sind ziemlich erstaunliche Arbeiten entstanden. Unsere Teilnehmer sind es ja nicht unbedingt gewohnt, sich kreativ auszudrücken, Bilder zu malen, zu modellieren, zu fotografieren. Und deshalb ist es umso erstaunlicher gewesen, was für Arbeiten dabei entstanden sind. Sehr offen, sehr naiv, sehr prägend auch. Und wir waren der Meinung, dass diese Bilder ein gutes Mittel sein könnten zur Verständigung zwischen der einheimischen deutschen Bevölkerung und unseren Teilnehmern. Unser Ziel war dabei, über diese Ausstellung auch auf die Situation von Menschen mit Migrationshintergrund aufmerksam zu machen. Und diese Ausstellung haben wir in Leipzig in einer Vernissage präsentiert und sie wird auch als Wanderausstellung auch in den folgenden Monaten weiter in Deutschland unterwegs sein. Die Leute früher haben immer Angst gehabt, alleine hinzugehen, zum Arbeitsamt noch irgendwo, wenn sie Probleme haben gehabt und so. Und jetzt sehe ich, wie sich die Leute geändert haben, letzter Zeit.
manchmal zu sagen, oh, ich habe Vitamin, ich gehe alleine, ich komme zurecht schon manchmal, höre ich schon, die haben einzig gesagt, ich möchte gerne, dass Sie mitkommen. Ich führe den Gespräch selbst, aber für Notfall vielleicht, dann habe ich ein bisschen mehr, sage ich, Kraft, wenn ich Gefühl habe, dass jemand sieht, wenn im Notfall, wenn ich was nicht verstehe, dass sie mir was übersetzen und so. Das ist auch eine Mentalität bei den Leuten. Das kann ich akzeptieren, weil nicht einfach war dort auch in, sage ich, in früher Sowjetunion in ein Amt zu gehen, weil die Leute haben richtig sich unter Druck gefühlt. Man muss ja ehrlich sein, manchmal passiert auch sowas aus hier. Zuerst fehlt die Sprache, die Leute haben ein bisschen Angst, weil die verstehen nicht alles. Und nochmal, auch bei den Ämtern wird auch zu schnell gesprochen und mit Dialekt gesprochen. Und das macht wieder Schwierigkeiten. Ich habe das erlebt. Ich war mit einem Beispiel mit Vitali beim Arbeitsamt. Ich habe vorhin hingelegt sein Blatt, wo stehen seine alle Kompetenzen, was er mit Psychologie gemacht, in Gruppenarbeit und so, und im Projekt überhaupt was gemacht wird und welche Gespräche wir führen. Und das wird überall akzeptiert. Und die Leute haben auch, sage ich jetzt, andere Gefühle, wenn sie jetzt auch hin zum Ämter gehen. Für mich als eine der Sozialpädagogen in dem Team war die Zusammenarbeit mit Herrn Diethe sehr wichtig. Aufgrund des russischen Migrationshintergrundes, den Herr Diethe besitzt, und aufgrund dieses Hintergrundes er eben auch einen speziellen Zugang zu den Teilnehmern hatte und eben auch aufgrund dessen sehr intensiv mit den Teilnehmern arbeiten konnte. Also Herr Diethe diente vielfach auch als Mittler einerseits der deutschen Sprache, der vielfach auch übersetzt hat, gleichzeitig aber auch dieses Bindungsglied zwischen der deutschen Kultur und der russischen Kultur war. Ja, und eben in diesem Projekt da einen sehr großen Beitrag geleistet hat und die Teilnehmer sehr stark einerseits in ihrer persönlichen Individualität unterstützt hat, gleichzeitig aber auch intensiver in unsere Kultur eingeführt hat. In Deutschland bin ich seit Februar 98. Ich kam aus Ukraine. Aber in der Ukraine bin ich nicht geboren, ich bin in Sibirien geboren, ich bin ein Wolgadeutscher. Bin ich aufgewachsen in einer deutschen Familie, Spätasylfamilie. Mein Vater ist am Wolga-Gebiet geboren, im Gebiet Saratow. Nach der Kommandatur, die ganze Familie durfte seit 1956, wir sind freigelassen, sage ich schon, von dem Gebiet. Die Deutschen könnten dann fahren in verschiedene, sage ich, Gebiete. Aber meine Eltern wollten zurückkehren, Saratow-Gebiet, und haben versucht, das zu machen. Aber dort waren schon alle Häuser besetzt. Und deswegen müssten sie irgendwo anders, sage ich, landen. Und die haben das entschieden, dass sie bleiben in Sibirien. Und von dort sind sie, sage ich, auf die Idee gekommen, nach Kasachstan zu fahren, weil viele Deutsche von Sibirien sind nach Kasachstan gekommen und waren ganze Dörfer, ganze Gebiete dort, Wolgadeutsche. Vom Kaukasus waren dort auch viele Deutsche, sage ich jetzt. Dort habe ich meine Kindheit verbracht, dort habe ich auch Schule beendet, studiert in Kasachstan. Habe ich auch angefangen als Lehrer zu arbeiten. Dann ist die Familie umgezogen nach Ukraine. Ich bin mitgekommen, später, nach meinem Studium. Ich habe in Karaganda studiert und dann noch in Zelenograd, so pädagogischer Hochschulabschluss als Mathelehrer und Physik. In der Ukraine habe ich über 20 Jahre gearbeitet, als Lehrer und dann als Schuldirektor. Ich kann nur sagen, dass ich in meinem Leben, ich war immer aktiv, ganz aktiv, auch in der Schule schon, in meiner Arbeit als Lehrer, als Schuldirektor,
viel mit den Jugendlichen und mit den Eltern zusammen gemacht. Und das hat mir richtig, meine Lebenserfahrung hat mir richtig geholfen. Früher habe ich schon in meiner Familie, als meine Großmutter noch am Leben war, die hat kein Russisch gesprochen. Und wir müssen als Kinder in der Familie nur Deutsch reden, aber Dialektsprache. Ich habe immer gedacht, ja, ich verstehe alles. Ich spreche Deutsch und so, weil ich habe schon in der Schule Deutsch gelernt und in der Hochschule Deutsch gelernt. Aber dann in 94 bin ich nach Deutschland gekommen zu Besuch. Und dann habe ich festgestellt, meine Deutschkenntnisse sind so schlimm, waren ganz schlimm, wenn ich jetzt hier lebe. Dann habe ich keine Chance, mein Leben jetzt ändern oder aufbauen mit für die ganze Familie und so. Und deswegen, das Erste, was ich gemacht habe, ich war zweimal vor der Ausreise, zweimal hier zu Besuch und habe immer die Zeit genutzt, mein Deutsch zu ausbessern, so, sage ich, Deutschkenntnisse. Integrationssprachkurs 6 Monate, das selbstverständlich, dass es reicht nicht aus. Und dann, ich könnte nicht einfach sitzen zu Hause bleiben. Und ich habe gesucht, wo kann ich Kontakte finden mit so einem Deutschen. Und die andere Möglichkeit habe, sage ich, in Leben rein zu rutschen. Вначале хочется вам сказать здравствуйте. Наверное, это слово вы редко слышите, находясь в Германии, но для каждого русского это слово имеет огромное значение. Здравствуйте – это всегда пожелание здоровья своему ближнему. Может быть, вот этой самой теплоты русской, открытости вам сейчас не хватает. Я даже не знаю, на самом деле, как к вам обратиться. Назвать вас мигрантами не могу, потому что считают так же, как и Сергей Александрович Есенин, что все в этой жизни мы странники, пилигримы. Вечно куда-то движемся. И когда мы перестаем двигаться, то мы находимся в дисгармоничном состоянии. И, может быть, сейчас вот вы в таком состоянии находитесь, потому что переезд в другую страну – это всегда расставание со своей прошлой жизнью, это всегда попытка начать новую жизнь, родиться заново и начать заново вот это движение гармонии. Многим это не удается, я вам желаю набрать темп для того, чтобы достигнуть гармонии, для того, чтобы уравновесить в себе целых две культуры, культуру немецкую, культуру русскую. Культуру русскую вы должны сохранить в себе, в своей душе, а в культуре немецкой вы должны адаптироваться. Это очень сложный путь, и я надеюсь, что вы его преодолеете. До свидания. Ja, jetzt stehen wir eigentlich vor dem Abschluss unseres Projektes, das sehr intensiv gewesen ist, leider etwas kurz, dafür aber sehr viel wollte. Und wenn man dann so diese Bilder sieht, sich hineinversetzt, man würde abends auch am Feuer sitzen, dann ist die Frage, was bleibt. Wir hoffen, dass wir unseren Teilnehmern sehr viel mitgeben konnten an neuen Anregungen, auch an gewachsenem Selbstbewusstsein, an Ideen, wie sie ihr Leben in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren in Deutschland gestalten können. Den wichtigsten Schritt müssen sie jetzt natürlich selber gehen. Sie müssen überlegen und reflektieren, was hat ihnen das gebracht, welche Kompetenzen haben sie erworben und wie können sie diese einsetzen, um tatsächlich in Ausbildung oder in Arbeit zu kommen und ihr Leben selbstbestimmt gestalten und leben zu können. Und dafür wünschen wir ihnen viel, viel Glück und Erfolg. Und wir freuen uns mit Sicherheit auf ein Wiedersehen. Oh!
es ist ja nur ein Spiel. Es ist so ein Spiel. Aber wir stehen zusammen. Wir stehen Lieder singen. Immer wieder. Fußball forever. Meine Damen und Herren, was ist hier los? Ja, was ist hier los? Magnifik. La France. Selbst die Transnation. Magnifik. Machen.